Gründen. Aber hier, ich bin sicher, die Einheimischen werden das dann erzählen. Du merkst, Rafim holt ein, ich glaube, es war ein Amulett heraus. Isarun, ihr habt uns die Dinger doch damals gegeben. Ihr habt es noch. Diese Zauberformel, dass dieser Lichtschein erscheint. Könntet ihr ihr mal aufschreiben, damit sie die dann sagen kann? Ich hab's nämlich nie benutzt. Ja, gewiss doch. Ich habe hier ein Stückchen Pergament. Ich schreibe es euch auf. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid und droht abzukratzen, dann schreit ihr das, was da drauf steht, und dann kommt so ein großer Lichtschein. Und dann kommen wir da rein und bringen die alle um. Ich danke euch. Ihr kriegt das hin. Gewiss. Ja. Jetzt hab ich das auch mal benutzt. Dann nimmt Sulamin das Amulett und den Zettel von Isarun. Wisst ihr noch, was das Losungswort war? Ihr schreibt mir das, oder? Ja. Gut, und würde sich auf den Weg nach Deppenhofen machen. Wie sieht das so aus von außen? Ja, es ist eine kleine Stadt, die doch eine relativ angenehme größere Villa hat, die dann in der Mitte der Stadt liegt. Definitiv da auch als Markgrafschaft zu erkennen. Ne? So ein Markgraf hat dann ja doch ein bisschen mehr Geld. Und man kann auch erkennen, dass die Handelswaren, die dann hier gefördert worden sind, aus den Bergen, aus den Trollzacken in der Nähe kommen. Vor allem eine ganze Menge Silber, die dann hier für Reichtum sorgt. Viele Bergarbeiter, viele Bauarbeiter, die du hier erkennen kannst. Vor der Stadt stehen zwei Wachen, weiblich, die dich dann mustern, dir stumm zunicken, die auch sehr muskulös aussehen. Also wenn du dann an denen vorbeigehen würdest, ohne dass du aufgehalten wirst, kannst du dann auch auf dem in der kleinen Stadt dann den ein oder anderen stattlich aussehenden, sehr kräftigen Bergarbeiter erkennen. Gut, dann würde ich mich mal nach einem Gasthaus oder so umsehen. Aber ja, erstmal eine Runde drehen, so ein bisschen durch die Straßen schlendern und mich umsehen. Ja, gibt wie gesagt in der Mitte neben der Villa auch einen großen Handelsplatz, wo dann unter anderem auch Rohstoffe gehandelt werden, Silber direkt aus der Mine oder aber eben auch in verarbeiteter Form oder dann irgendwelche Felle und Pelze von den Tieren aus den vielen, vielen Wäldern, die es dann hier gibt, unberührte Natur, auch viele Fische, die dann hier aus dem Ochsenwasser herauskommen. Und ja, wenn du dich dann umsiehst, kannst du auch ein Gasthaus erkennen zur Silbermine. Gut, ich sehe mir das alles so an und betrete dann das Gasthaus. Auf dem, auf der Villa kannst du übrigens Fahnen erkennen, die aktuell den Rabenmunder Raben gehisst haben. Was auch immer das zu bedeuten mag. Ja, ich nehme das mal zur Kenntnis. Ich denke mir, naja, der ist ja ein Rabenmund. Also. Aber ja, zum Gruß. Junge Dame, Travia zum Gruß. Und Raya. Ja, Travia zum Gruße. Habt ihr etwas zu trinken für mich? Ja, selbstverständlich. Was darf es denn sein? Bier, Wein, Schnaps? War über Bären tot? Ein Gewürzwein, wenn ihr habt? Ja, sicher. Aber nichts aus dem Horasreich. Alles, was wir haben, ist aus Iranien. Aber das scheint euch sicherlich nicht zu stören, oder? So wie ihr aussieht. Nein, gewiss nicht. Ja, dann setzt euch, ich bringe euch das gleich rüber. Man merkt wohl, wie der Wirt wohl auf so einem großen Grashalm herumkaut, den hin und her schiebt. Ja, nach ungefähr einer Minute kommt er dann auch mit einem Wein und setzt sich dann auch gleich zu dir an den Tisch. Ja, ihr seid ganz schön hübsch. Danke. Es ist ganz schön frisch draußen, nicht wahr? Ja, Schnee hat gut angezogen. Gerade jetzt aus den Bergen, da kommt noch eine ganze Menge runter. Aber ich sehe, Deppenhofen scheint es gut zu gehen. Ja, immer schon. Ihr habt also nicht allzu sehr unter dem Krieg gelitten? Nee, die meisten sind ja auf der anderen Seite des Ochsenwassers. Da hat sich bisher noch hier nicht ausgebreitet. Na, so, dann wünsche ich euch, dass es auch so bleibt. Von Zwerch habe ich allerlei Übel gehört. Oder wenn man ein bisschen weiter im Norden ist, dann am Roten Wald entlang. Ah ja, die Auenwälder, die ganzen Sümpfe.
Schwierig. Ich war zwar selber noch nicht da, aber Ochsenforst und Oxmoor, das wohl allerlei an Haderlumpen. Hab schon gehört, dass der schwarze Herr wo mir entlang gezogen ist vor ein paar Monaten. Aber das hat uns nicht gekümmert bisher. Ja, schrecklich. Ich hoffe, es wird auch so bleiben. Wir sind neulich ein paar Helden vorbeigekommen. Die haben gesagt, dass sie die Kaiserin aus einer Mine gefunden haben. So ein Unfug. Die Kaiserin ist tot. In einer Mine? Ja, in so einer Silbermine. Da hat wohl die Kaiserin gesteckt. Blödsinn. So, Ott. Was sollte denn die Kaiserin Ema dann hier tun? Silbermine. Da gehört ihr doch gar nicht hin. Aber ich habe tatsächlich gehört, dass ihre Tochter wieder zurück sein soll. War sie denn weg? Ja, kurzzeitig. Aber ich kenne mich mit der mittelreichischen Politik nicht so besonders gut aus, müsst ihr wissen. Ich bin aus dem Süden hierher gekommen, in der Hoffnung, helfen zu können. Es gibt viele Traumatisierte nach all den Schlachten. Viele sind gestorben. Ja, da seid ihr wohl an den Ruinen von Romulus falsch abgebogen. Da müsst ihr nach auf der linken Seite. Von hier aus westwärtig. Müsst ihr auf der anderen Seite des Sees lang. Oder ihr geht erstmal hier von aus im Norden, an der Bohlenburg vorbei, an Auweiler. Ich glaube auf der Hauptstraße, da könnt ihr da sicherlich eine ganze Menge Verwundete oder sowas finden, die dann Seelenkunde brauchen. Zwinkert ihr zu. Schnick, schnack. Euer See sieht aber auch ganz schön finster aus. Ich kam die Uferstraße entlang und da war so ein Turm. Alter Wachturm? Nein, ich denke nicht. Auf einer der Inseln? Ach so, ja, da war der große Galotta. Galotta war da. Das ist ein Hofmagier von Reto gewesen. Hat mir zumindest meine Oma erzählt. Aber der ist mittlerweile tot. Ja, dann muss man sich ja davor nicht mehr fürchten. Da sitzt jetzt wohl ein anderer Magier drin, habe ich gehört. Ja. Ja, natürlich. Er wird neugierig sein, was sein Vorgänger da hinterlassen hat. Ja, keine Ahnung. Magierzeug. Die Insel ist verflucht. Jeder, der mal auf die Insel gefahren ist, kam nie wieder von da zurück. Meine Oma hat gesagt, da gibt's Affen. Riesige Affen. Affen. Groß wie Trolle. Gibt's doch nur im Dschungel. Keine Ahnung. Carlotta hat da irgendwas gemacht und die Insel verflucht. Schlimme Sache. Aber das seid ihr ja weit genug davon weg und sicher wird euch euer Herr auch vor so etwas beschützen, nicht wahr? Ja, vor allem der Riese sorgt dafür. Der Riese von Oxtan. Er liegt begraben. Von Effert angeschmiedet und, von Ingrim angeschmiedet und von Effert versenkt. Und die beiden Götter zusammengearbeitet. Und er sorgt dafür, dass die Kalecken da nicht runterkommen. Ah. Ja, von diesem Riesen hat man mir auch schon erzählt. Ja. Ja. Braucht ihr ein Zimmer oder Nacht? Zwickert ihr wieder zu. Was für eine Tageszeit haben wir denn? Mittags? Oder wollt ihr wieder gehen? Ja, ich muss sehen, ob ich heute noch weiterreise. Was könnte ich denn innerhalb eines halben Tages noch erreichen? Aber wahrscheinlich das Rittergut. Rittergut ist. Das weiß ich nicht, das ist eine andere Baronie. Kann ich euch nicht sagen. Baronie Bohlenburg ist das dann. Oh, und wer herrscht bei euch hier so? Das ist der Vogt, seitdem die Baronin tot ist. Oh, wie schrecklich. Ist sie auch in die Schlacht gezogen und dort gefallen? Nee, die Olle ist aus dem Turm gesprungen. Wieso das denn? Weiß ich nicht. Hab nicht gefragt. Ich scheint ihr nicht unbedingt nachzutrauern. Nee. Hat nicht viel getan. Seitdem ist aber Roderick hier. Ist der Vogt von ihr und der kann das wohl ganz gut. Er macht seine Sache gut. Ja. Das freut mich zu hören. Angegriffen werdet ihr hier wohl gewöhnlich nicht, oder? Nö. Nee. Also, die Stadt wurde wohl schon mal von Trollen erobert. Hat meine Oma gesagt. Aber das ist schon ein paar hundert Jahre her. Ja, also wenn das in der jüngeren Vergangenheit einmal passiert wäre, dann hätte man davon gewiss Land auf, Land abgehört, nicht wahr? Ja, genau.
Du bist ja schon eine Hübsche, ne? Ja. Sind das nicht alle Geweihten der schönen Göttin? Ja. Also, wie gesagt, wenn du weiterziehst, dann kannst du sicherlich das Rittergut erreichen, aber ich weiß nicht, wie es da aussieht. Oder du bleibst hier. Ich denke, ich werde mich noch ein wenig in der Stadt umsehen und mich dann entscheiden. Aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück, wenn ich mich entscheide zu bleiben. Oh, gut. Ja, dann bezahle ich meinen Wein, wenn ich das nicht schon getan habe. Geht aus raus. Trinke dir wieder zu. Der Segen der schönen Göttin sei mit euch. Und mit dir. Ja, kannst du dich noch ein bisschen in der Stadt umsehen, wenn du möchtest? Ja, also ich habe ja kräftige Leute gesehen, aber die sehen mehr so nach Handwerkern, Bergarbeitern und so weiter aus, oder? Kulturkunde Schwarze Lande? Nein. Dann gib mir mal eine Kriegskunstprobe. Das habe ich sicherlich nicht, weil das ist Miracle Minus, aber ich kann dir Brett und Brett und Kartenspiel. Oh nein, nee, Menschenkenntnis dann ist Menschenkenntnis. Das ist ein Erschwernis durchs Ableiten, aber. Ja, gut, die ziehst du dann ab, nehme ich an. Genau. Zehnerabzug für die Ableitung und nochmal ein Dreierabzug für die fehlende Kulturkunde und dann bleibt dir noch ein Sternchen übrig. Beziehungsweise sogar drei. Ja, also von den Wachmännern vorne oder den Wachfrauen vorne wohl weniger, aber die haben sich unauffällig zwischen die Bevölkerung gemischt. Mal hier, mal da. Allesamt wohl als Minenarbeiter dann verkleidet und nicht in einem geballten Haufen, sondern mal hier, mal da in kleinen Flecken. Ja, es sind wohl 10 bis 12, die du so ganz grob erkennen konntest. Vielleicht gibt es auch noch weitere, die in irgendwelchen finsteren Kellern hocken, aber sehr, sehr schwer auszumachen und auch sehr schwer gemeinsam zu fangen. Ja, das ist ja schon mal eine wichtige Information. Ich überlege, ob es sich noch lohnt, noch mit jemand anderem zu sprechen, wie die ihren neuen Herrn so finden. So eine zweite Meinung einzuholen. Vielleicht suche ich mir mal jemanden, der so aussieht, als würde es ihm nicht so gut gehen. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Ja, du gerätst an einen ehemaligen Söldner, der da wohl betrunken in der Gasse sitzt und da so vor sich hin vegetiert und ja, er weiß nicht viel über die Politik, es hat sich hier wenig getan. Vor ein paar Wochen kamen Männer hier vorbei. Seitdem sind ihm auch diese Bauarbeiter, diese Bergarbeiter aufgefallen, die dann hier herum patrouillieren, fast würde ich schon sagen. Aber ansonsten hat sich hier wenig getan. Ihm ist wohl noch aufgefallen, dass es jetzt einen anderen Raben auf der Burgzinne gibt. Da hat wohl irgendjemand mal eines Tages den einen Raben abgehisst und einen anderen Raben hochgehisst. Aber ansonsten ist ihm nichts aufgefallen. Er kann mir auch nicht erklären, wie der jetzt anders ausschaut, oder? Also es war einfach eine neue Fahne, aber es ist wieder ein Rabe drauf. Er hat keine Ahnung von Heraldik. Es ist der eine Rabe gegen den anderen Raben und was genau da der Unterschied ist, weiß er nicht. Gut, dann würde ich noch ein bisschen den Kopf schütteln, was denn mit diesem Herrn verkehrt ist, dass er nicht sich bei der Bewachung seiner Stadt auf so einen tapferen Herrn wie ihn verlässt, sondern hier irgendwelche Auswärtigen anschleppt. Das ist der Alkohol. Nur weil ich ständig besoffen bin, wollte er mich nicht haben. Vielleicht solltet ihr etwas dagegen tun. Leidet ihr denn darunter? Ja, sehr. Nur der Alkohol hilft mir zu vergessen. Der Alkohol macht das wirklich besser. Was ist euch denn zugestoßen? Habt ihr gekämpft in der Schlacht? Milady, ich hab die Ogre gesehen. 1000 Ogre.
Sie haben meine Gefährtin vor meinen Augen zerrissen und links und rechts einen Arm genommen und dann vor meinen Augen zwei Hälften gerissen. Und seitdem trinke ich. Aber das ist doch auch keine dauerhafte Lösung. Das hilft mir zu vergessen. Ja, so kannst du dich noch eine halbe Stunde um das Wohl dieses armen Söldners kümmern. Darf ich Heilkunde Seele? Darfst du, ja klar. Eine Heilkunde Seele, um ihn vom Alkohol wegzubringen. Ist das Schwert um 6. Habe ich jetzt nicht eingetragen? Ja, reicht nicht. Da müsstest du ein bisschen länger sitzen bleiben, aber das steht wohl jetzt auch aktuell nicht in deinem wirklichen Fokus. Du musst deine Gefährten informieren, sodass du dann wieder schweren Herzens aufbrichst. Gut, dann verlasse ich die Stadt wieder. Diese kräftigen Frauen, die da am Eingang standen, sind die eher die normalen Stadtwachen oder scheinen die eher diesen, die hier so inkognito patrouillieren, zuzurechnen zu sein? Sieht nach der hiesigen Bevölkerung aus, ja. Die sind alle sehr kräftig. Alle sehr klein und breit. Gut. Dann wandere ich mal wieder weiter und komme zurück zu der Stelle, wo ich meine Gefährten zurückgelassen habe. Da seid ihr ja wieder. Und? Positiv, es ist nichts Schlimmes passiert. Negativ, ich fürchte, ich bringe nicht allzu viel hilfreiche Informationen. Also so in dem Wirtshaus schien die Lage, die Stimmung in der Stadt nicht unbedingt gegen den Burgvogt gerichtet zu sein. Also die alte Herrin wird zumindest von dem Wirten nicht großartig vermisst. Und nun, der Vogt war ja auch schon zuvor da und man ist wohl an ihn und seinen Führungsstil gewöhnt. Was ein bisschen merkwürdig ist, also wir haben die gleiche Situation wie auch schon bei dem Wachturm. Nämlich offensichtlich militärisch ausgebildete Personal, das sich aber als gewöhnliche Arbeiter ausgibt. Also es scheint eine Silbermine hier in der Nähe zu geben. Und diese, ich nehme an, es sind Irrhalkengardisten, zumindest zum Teil, haben sich unter die einfachen Bergarbeiter gemischt. Und ja, also es dürfte sehr schwierig werden, sie alle auf einmal zu erwischen. Denn haben sich in der ganzen Stadt verteilt und patrouillieren, könnte man sagen. Normale Stadtwachen gibt es auch, die wohl nichts mit diesen Dingen zu tun haben. Und vielleicht noch ein kleines Detail. Ich habe von einem betrunkenen Söldner gehört, dass sie wohl das Banner gewechselt hätten in letzter Zeit. Also auf dem vorherigen war ein Rabe abgebildet und auf dem neuen ist ebenfalls ein Rabe abgebildet. Aber es wurde offenbar ausgetauscht und ich würde mal vermuten, dass es wohl einen Unterschied zwischen den beiden Raben gibt, der dem armen Tropf wohl entgangen ist. Habt ihr das Banner gesehen? Ja, bestimmt, oder? Ich hatte dir ja beschrieben, dass du das Banner gesehen hattest. Können wir was damit anfangen? Keine Ahnung. Ja, ist eine Heraldikprobe für Zulamin und für euch dann ebenso, um das zu wissen. Ich habe kein Heraldik. Ich könnte versuchen, was nachzumalen. Nee, dann ist es nicht möglich. Dass ich Dinge merke und nachmalen, soll gar nicht möglich sein. Hä? Das finde ich aber auch unlogisch. Oh, dann also ich finde es okay, dass ich es nicht hinreichend beschreiben kann ohne Heraldik. Ich habe nur 5 Punkte. Soll ich es trotzdem würfeln? Ja, klar. Doppel 1 ist immer drin. Doppel 20 aber auch. Das ist doch ein guter Wurf. Ja, reicht nicht. Ja, dann gib mir mal eine Heraldik plus 3 plus 5, um die Punkte auszugleichen, die hier dann fehlen. Du kannst sagen, das ist mein Talent, aber meine Eigenschaften sind so unter aller. Ein Mirakel dir das. Nein. In See, Frau Spogelsen kann das doch. Ja, Iserun kann das. Iserun überlegt. Iserun hat 23. Macht dann auch sogar ein paar Verbesserungsvorschläge. War der Vogel dann so und so? War das Bein so und so?
Und Iserun, du erkennst, dass es wohl, ja, was das ehemals war, wisst ihr nicht. Aber mittlerweile ist es wohl der Rabenmundsche Rabe vom Answin. Answin dem Älteren. Ist ja interessant. Seht ihr, wie der Schnabel hier gewendet ist? Ihr meint, dass der Rabe über seine Schulter schaut? Mhm. Eigentlich tut er das nicht. In dieser Version kenne ich es tatsächlich aus einem Heerlager, das wir vor nicht allzu langer Zeit besucht haben. In der Nähe von Wehrheim. Das Lager von Answin dem Älteren. Also stimmen die Gerüchte. Wo sieht sein Banane so mittlerweile aus? Ich denke, die Sache aufzulösen erfordert ein Maß an Fingerspitzengefühl, das wir gerade nicht an den Tag legen können. Wir sollten in Nord bis auf Weiteres umgehen. Ja, es ist sicher besser, direkt mit Answin zu sprechen und nicht mit irgendjemandem, der ihm folgt. Der Rabe bereits seine Krallen in Dettenhofen geschlagen hat, sollten wir erst mit ihm sprechen, ja. Und besser der Rabe als der Geier. Ich glaube nicht, dass er ihm folgt, sondern dass er sich absichert. Er lässt den Geier in die Stadt kommen, ist die Flagge des Alten. Egal wer kommt, der war auf seiner Seite. Vielleicht könnte es vielleicht ihm aufstoßen, wenn wir seine Untergebenen, nun ja, entheben ihrer Macht. Wir wollen schließlich mit ihm noch reden, nicht wahr? Wenn sich die Kunde verbreitet, dass wir seine Lakaien, nun ja, entheben, aus dem Amt jagen, nun, wir hätten einen schweren Stand von Anfang an. Nun umgehen wir den Ort fürs Erste. Sprechen wir mit dem Rabenmunder und dann werden wir mehr wissen. Ich denke auch, dass wir Dettenhofen erst einmal ignorieren sollten. Es scheint einfach zu schwierig, die verbliebenen, verkleideten Irrhalkengardisten aufzuspüren, ohne dass es einen großen Aufwand gibt. Frage an den Meister, wie ist das Gelände? Kommen wir da ohne größere Probleme dran vorbei oder wird das eine Nachtwanderung? Also da kommt ihr durch die Hügel durch, die sind natürlich jetzt nah an den Treuzacken, sind die schon sehr holprig. Das würde man dann eher wohl am Tage machen, aber ihr habt natürlich noch ein bisschen was an Zeitstunden. Da müsstet ihr euch einfach nur des Abends, des Nachts irgendwo in die Wälder schlagen, damit ihr dann mit den Pferden nicht stolpert, aber ganz generell wäre das heute noch möglich. Gut, dann tun wir das so. Gut. Dann nächstes Ziel eurer Reise? Wahrscheinlich Bohlenburg, ne? Da wir nicht wissen, wo exakt Answin ist, ja, Bohlenburg, da wird man uns auf jeden Fall mehr sagen können. So könnt ihr die markgräfliche Tettenhofen umgehen, auch das Gespräch mit Roderick von Rabenmund einmal noch nicht führen, sondern auf später vertagen. Schlagt euch dann durch die Berge und könnt dann in den Wäldern kampieren und dort dann ja ein bisschen jagen, ein bisschen fangen, eure Zelte aufschlagen. Gerade mit dem Schnee ist das besonders unangenehm. Dementsprechend Regeneration findet erst einmal nicht statt, weil ihr dafür nicht ausgerüstet seid. Könnt ihr natürlich dann irgendwie versuchen, sowas wie Krankheiten zu vermeiden, aber Regeneration ist einfach aufgrund der Kälte aktuell schwierig. Wenn ihr euch dann weiter die nächsten Tage zur Bohlenburg durchschlagt und dann ein weiteres Mal eine Zollstraße umgeht, beziehungsweise dann vorbeigeht, könnt ihr dann in der Bohlenburg eintreffen, die tatsächlich sehr strenge, ordnungsliebende Gesellschaft hat, was dann auch unter anderem Jalon und Iserun auffallen, dass es eine ganze Menge an Steckbriefen und neuen Regeln gibt, die dann wohl von Ukurian von Rabenmund, so zumindest steht das auf den Steckbriefen draufstehen, neue Regeln gibt, die dann das verwilderte Treiben von Dapazien dann versuchen zu verhindern. Und es werden drakonische Strafen verhängt, die vor allem einen Praios-Geweihten, selbst für Praios-Geweihte ist es sehr, sehr hart. Könnt ihr dann dort eintreffen und findet dann auf dem Marktplatz neben der Taverne, findet ihr dann auch einen großen, ein Pranger, wo dann auch vier Leute dran stehen und dann teilweise ausgepeitscht werden oder mit Obst beworfen worden sind, sodass dann auch die verfaulten Reste dort liegen. Für kleine Vergehen. Naja.
Was ist denn hier los? Man könnte meinen, man wäre in Greifenfurt. Scheint so, als würde Koreanhard durchgreifen wollen. Ich schaue mich mal rum, ist irgendwo ein Anschlag, für was die vier verurteilt worden sind? Ja, direkt auch neben der Taverne kannst du einen großen Praios und einen großen Rondra-Tempel finden. Und auch dort ebenso weiteres. Neben dem Pranger kannst du auch erkennen, dass sie wohl für Diebstahl verurteilt worden sind von wenigem Brot, was sie wohl zum Überleben brauchten. Das sind dann einfache Bettler, die dann wahrscheinlich auch geflohen sind von anderen Orten durch die Wildermark dann gereist, haben dann versucht, hier Brot zu stehlen, um zu überleben und wurden dabei wohl gefangen. Eigentlich können sie sogar froh sein, dass ihnen die Arme nicht abgeschlagen worden sind oder die Hände. Aber jetzt hängen sie jetzt hier wohl schon seit 3 Tagen dafür, dass sie versucht haben zu überleben. Und recht. Tatsächlich aus wegen Greifenfurt her. Nur, dass man hier mit Menschen so umspringt, nicht mit Orks. Ist das denn... Also, ich weiß ja nicht, ob das sein muss. Sollte man sie nicht lieber zur Arbeit anhalten? Das hätte doch sicher eine bessere Wirkung, um sie wieder auf den rechten Pfad zurückbringen. Nun, es liegt im Ermessen des Barons, solche Strafen zu verhängen. Naja, ich gebe euch recht, es scheint mir wenig zweckführend zu sein. Nun, vielleicht könntet ihr aber doch eine geistliche Beratung durchführen. Wir werden sowieso mit dem Baron sprechen wollen. Also ja, versuchen können wir es zumindest. Ja, während ihr dann noch so ein bisschen rumsteht, könnt ihr wohl erkennen, wie ein Praios-Geweihter auf euch zukommt. Er tritt wohl gerade aus den Tempelstufen des Praios-Tempels herab und nickt euch dann zu, hat dann wohl vor allem Isarun und auch Jarlan erkannt und kommt dann dahin. Praios zum Gruße, einen wunderschönen guten Tag. Könnt ihr euch helfen? Preis und Grüße, euer Gnaden. Geht nicht davon aus, dass ihr Haderlumpen seid, so wie ihr aussieht? Nein, was für ein Scherz. Aha, genau, ein Scherz. Wie können wir euch helfen? Ihr könntest doch sicherlich sagen, wer derzeit der örtliche Baron ist. Nee, das Land befindet sich ja ungnädigerweise im Umbruch. Nun, Okurian von Ramm und es wird die Bohlenburg zugeordnet, allerdings ist er aktuell nicht vorrätig, sondern weilt im Süden von hier in seiner Burg. Okurenstein. Und sein eingesetzter Verwalter ist wer noch gleich? Nun, worum geht es? Wir möchten einige Erkundigungen über die Umgebung einholen. Nun. Worüber darf ich mit euch reden?